Hallo? Geht's euch gut? Ja. Sehr gut. Seid ihr da? Nein, seid ihr wach? Schön für euch. Immer mehr Menschen sind ja öfter müde, ja? Nachrichtenmüde. Die haben News Fatigue. Nachrichtenmüdigkeit ist mittlerweile so groß, dass Nachrichtenmüdigkeit eine Nachricht in den Nachrichten ist. Und auch hier auf der Republika ist es ein Thema. Hier gestern war eine Session da. Ich war nicht da, aber ich habe es im Programm gesehen. Krisen, Kriege, Katastrophen, wie Medienhäuser mit zunehmender Nachrichtenmüdigkeit umgehen. Und für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, hier ist es nochmal die Statistik. Jede 10. Person in Deutschland vermeidet aktiv die Nachrichten und 65% vermeidet sie zumindest gelegentlich. Und ich muss zugeben, ich bin Journalistin und ich gehöre zu der zweiten Kategorie. Und ich sage euch auch warum. Das ist zu viel Negativität. Ja, zu viel Bad News. Ist too much. Krieg, Krisen, Krawall. Die ganze Zeit. Und früher hat das vielleicht funktioniert. Ja, das war, da hieß es in den Redaktionen, only bad news are good news. Weil schlechte Nachrichten erhöhen die Aufmerksamkeit der Rezipienten und steigern Auflagen wie Einschaltquoten. Ich bin so schön, dass es damals funktioniert hat. Das wird heute nicht funktionieren. Ich sag euch auch warum. Gen Zs. Zu soft. Ja, guck mal, ihr habt's alle gedacht, ich hab's gesagt. Kriegen sofort Pickel, Ausschlag, Allergie. Steht die Sonne bei 43 Grad statt auf 48 Grad. Und deswegen brauchen wir konstruktiven Journalismus. Denn das ist die Antwort. Okay, hebt die Hand, wer schon so ein bisschen das Salz in meiner Stimme gehört hat. Okay, tschüss, da hinten. Habibi ist so, Schwester, ich habe gehört, ich habe sogar geschmeckt. Weil ich halte das für eine krasse Illusion. In der ganzen Konversation rund um Nachrichtenmüdigkeit fehlt mir ein wichtiger Aspekt. Es sollte nicht heißen, was ist das Problem, sondern für wen ist es eigentlich ein Problem? Weil TBH, den Menschen geht's gut, die chillen, die vermissen nichts. Gen Zs haben Pickel und Allergie, Bruder, die sind auch am Chillen. Menschen, die angeblich nachrichtenmüde sind, die erfahren keinen Mangel an Informationen. Die haben keinen Hunger und auch keinen Appetit auf Nachrichten. Jedenfalls nicht auf solche, die wir Medienschaffenden als Nachrichten bezeichnen. Das, was wir so stündlich und auch täglich servieren, da sind die so, thank you, das schieben die ungegessen beiseite. Also diese diagnostizierte Nachrichtenmüdigkeit, das ist kein Problem der NachrichtenkonsumentInnen, das ist ein Problem der Nachrichtenschaffenden, weil es sind doch wir. Wir wollen die doch erreichen. Wir sind doch diejenigen, die wir unser Produkt, unsere Nachrichten an ein möglichst breites Publikum bringen möchten. Und wir spüren die schrumpfende Kundschaft. Wir spüren den Mangel an Reichweite. Wir haben das Problem. We have the problem. Und trotzdem wollen wir es nicht wahrhaben. Wir sind so, oh mein Gott, sie verhungern. Wir rennen zu Küchenchefen und sind so, ey, dieser Braten Hausfrauenart, ersetzt den mal mit Linsenfrikadellen. Und wir meinen es gut, ich weiß, die Intention ist da, wir wollen es besser machen. Und trotzdem täuschen wir uns und schlittern immer wieder am gleichen Problem vorbei. Menschen haben weiterhin Interesse an Informationen. Sie informieren sich einfach nur woanders. Auf WhatsApp, Telegram, Insta, TikTok. Auf verschiedensten Sprachen, auf verschiedensten Kanälen, aus verschiedensten Ländern. Vielleicht auch im Gespräch mit der Familie. Vielleicht auch im Gespräch mit dem, ich weiß nicht, Kellner aus der Shisha-Bar. Der Punkt ist dieser. Sie kuratieren sich ihre Nachrichtenquellen und nehmen sich das, was sie brauchen. Und wir sind ja dann beleidigt. Vor allem diejenigen unter uns, die so hochkarätig in so Journalistenschulen ausgebildet wurden. Wir sind so, ach, ew.
Fastfood-Nachrichten. Macht voll fett. Also, ich mache qualitativen Journalismus und ich entwickle Personas. Ich bin so, ja, okay, lass uns weiter etliche Personas aus dem Arsch ziehen und dann uns einbilden, damit sind wir voll nah an der Gesellschaft. Guck mal, hier lacht jemand, siehst du, oh mein Gott, sie meint mich. Ich bin so, ja, lass uns das einbilden. Ändert nichts daran, dass die Leute trotzdem nicht bei uns essen kommen. Diese Millionen von Menschen also, die sind nicht essensmüde. Die kriegen in ihren selbst ausgewählten Restaurants einfach das, was sie bei uns nicht bekommen. Und das sind für mich zwei grundlegende Dinge. Erstens, Menschen, die ich verstehe. Also eine Person, die in meinem Umfeld ist und eine der drei Sprachen spricht, die ich jenseits des Deutschen beherrsche. Türkisch, Koreanisch, ein bisschen Straßenlibanesisch. Oder jemand, der normal mit mir Deutsch redet. Nicht dieses stocksteife Deutsch. Ein auf, ich habe Membership in Universitätsbibliothek. Rede normal mit mir. Ganz normal. Berichte mir Sachen mit meinem Humor. Berichte mir Sachen mit meinen Referenzen auf die Welt. Die zweite grundlegende Sache, die sie bekommen. Menschen, die mich verstehen. Leute, die verstehen, was es bedeutet, mit dem Kopftuch durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen zu gehen. Vor allem hier in Berlin-Brandenburg. Leute, die verstehen, was es bedeutet, ständig von der Polizei aus dem Verkehr rausgezogen zu werden. Ein auf stichprobenartige Kontrolle. Diese Filme. Leute also, die nicht zu einer privilegierten Elite gehören, sondern vom Leben gezeichnete, migrantisch geprägte, sozial ausgegrenzte, ums Überleben kämpfende Menschen. Menschen, die um ihre Würde ringen. Menschen, die ihren Arsch aufreißen, damit sie mindestens ihren Kindern oder ihren Enkelkindern ein besseres Leben bieten können. Okay, die hier vorne haben es auf jeden Fall verstanden, aber vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die es nicht verstanden haben, weil war nicht akademisch genug. Deswegen hier nochmal akademisch. Ohne Momento. I need help, please. Ich will zur nächsten Slide. Fehlende Repräsentanz. Fehlende Diversität in Redaktionen untergräbt das Vertrauen in die Medien, insbesondere bei marginalisierten Gruppen, die sich nicht repräsentiert fühlen. Niedriges Vertrauen ist ein Hauptgrund für Nachrichtenvermeidung. Einseitige Berichterstattung. Wenn die Redaktionen nicht divers aufgestellt sind und Journalisten ähnliche sozioökonomische und kulturelle Hintergründe haben, kann dies zu einer Berichterstattung führen, die bestimmte Themen, Perspektiven und Bevölkerungsgruppen vernachlässigt. Dies kann Teile des Publikums entfremden und führt zu Nachrichtenvermeidung. Irrelevante Aspekte. Nicht diverse Redaktionen haben möglicherweise Schwierigkeiten, die Interessen und Bedürfnisse einer vielfältigen Gesellschaft zu erkennen und zu bedienen. Wenn Nachrichten als irrelevant für das eigene Leben wahrgenommen werden, sinkt die Motivation, sie zu konsumieren. Das führt zur Nachrichtenvermeidung. Ich brauche jetzt eure Hilfe, okay? Ist Nachrichtenvermeidung also ein Zeichen von Müdigkeit? Okay, one more time. Ist Nachrichtenvermeidung ein Zeichen von Müdigkeit? Nein. Dankeschön. Und ich will hier sogar einen Schritt weitergehen und einen Schritt tiefer gehen. Wenn hier irgendjemand müde ist, dann sind es wir Medienschaffenden. Und es wird höchste Zeit, dass wir endlich wach werden und aktiv verstehen, dass wir nicht unser Produkt, schon gar nicht erst unser Publikum, sondern uns selbst hinterfragen sollten. Unsere Machtposition. Ey, und vor allem die Leute, die bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeiten. Ciao! Checken nicht, dass sie in der Machtposition sind. Gar nicht. Komplett verpennt. Und vielleicht sitzen auch ein paar Leute hier und denken sich jetzt, ja, ist da aber, was für eine Machtposition. Ich bin so ein kleines Rädchen. In einem riesigen Getriebe. Ich habe nichts zu bestellen. Ich habe nichts zu melden. Und ich bin so, ja, I completely understand. Stimmt. Ist aber auch ein bisschen so, als würdest du sagen, ich lebe ja nur in einem kleinen Zimmer auf der schattigen Nordseite des Königspalastes. So meinte es einst ein Bruder, einer von 1000 Adligen, die im Schloss Versailles lebten.
Er übersah aber dabei, dass tagsüber um ihn herum 10.000 HofbeamtInnen waren, 15.000 SoldatInnen, 20.000 Zofen und Diener, die sonst außerhalb der Stadt untergebracht waren. Der Bruder war so in seinen Filmen, mein Zimmer ist klein, mein Zimmer ist dunkel. Er vergaß, dass Zehntausende von Menschen außerhalb der Stadt unter elenden Bedingungen arbeiteten. Unser Medienversailles ist historisch gewachsen, es ist gesetzlich verankert im Rundfunkstaatsvertrag, es hat noch den politischen Wind im Rücken und es lebt von bürokratisch organisiertem Geld der Bevölkerung. Das Geld von der Bevölkerung. Und unsere Medienpaläste, die gibt's. Guck mal, die stehen hier. Lerchenberg in Mainz. Oder das Vierscheibenhaus in Köln. Ich mach nochmal. Im Panorama Tower in Leipzig, übrigens das zweithöchste Gebäude in Ostdeutschland. Oder auf dem 30.000 Quadratmeter Areal in Potsdam-Babelsberg. Hier werden Nachrichten gemacht. Okay, bleibt ruhig, keine Sorge, ich will das Prinzip der Öffentlich-Rechtlichen nicht grundsätzlich in Frage stellen. Im Gegenteil sogar, ich find's killer, dass wir so ein demokratisches System haben. Ist doch Bombe. Aber es braucht so dringend eine Kernsanierung. So ein auf gestern. Und das, bevor finanzstarke Akteure aus rechten Ecken den Abriss fordern. So, es ist so hart kontraproduktiv, so zu tun, als hätten unsere Paläste keine Mängel, als hätten sie keine Schwächen, nur um der Bedrohung von rechtsextremen Angriffen aus dem Weg zu gehen. Indem wir nur eine Stärke performen, indem wir nur so tun, als hätten wir ein starkes Fundament, verpassen wir den Moment, die tatsächlichen Mängel zu beheben. Mängel, die langfristig ohnehin zu einem Zerfall führen werden. Okay, und jetzt pass auf, diese Mängel, von denen ich spreche, die stecken nicht in den Gebäuden. Die stecken in den Köpfen, in der Kultur. Denn Teil eines Machtapparates sein, das macht was mit dir. Ich weiß ja, ich war doch auch Teil davon. Es macht was mit dir. Bist du lang genug drin, dann vergisst du, dass du zu den wenigen privilegierten Adligen gehörst. Und mit der Zeit lebst du eine höfische Kultur, du sprichst eine höfische Sprache. Ihr feiert höfische Feste mit höfischer Musik und höfischem Tanz. Und irgendwann erzählst du höfische Geschichten und produzierst höfische News. Macht verändert dich. Es ist vielleicht per se nichts Schlechtes, aber es verändert dich und es verändert uns. Und keiner von uns hier im Raum muss tiefe, theoretische, akademische Studien gelesen haben, um zu verstehen, ob jemand dazugehört oder nicht. Ey, zieh Blazer aus. Cool, mach. Du kannst sogar von mir aus die Krawatte ablegen. Boah, cool. Du kannst leichte Sprache verwenden und hier Jugendsprache nachäffen. Mach dich trotzdem nicht cool und jugendlich. Meinetwegen. Setz einen Kanacken vor die Kamera, ich werde trotzdem von zwei Planeten entfernt den weißen Elitismus in der Redaktion dahinter riechen. Okay, jetzt könnt ihr applaudieren. Ihr habt mich jetzt so aus der Konzept gebracht, ich muss jetzt noch mal gucken, was ich sagen muss. Dann mal warte kurz. Also, nein, ich muss auch noch mal gucken. Warte. Einen Moment. Also, der Blick aus dem Schloss ist also ein anderer als der Blick aufs Schloss. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Artikel von der Tagesschau lese. Hier, ja, Racial Profiling, nachweisbare Praxis oder nicht, man weiß nicht, man munkelt noch, vielleicht gibt's das. Oder ob mir Psychotherapeutin Lucia erklärt, wie Menschen mit rassistischer Polizeigewalt umgehen. Wenn dann Menschen zu mir in die Praxis kommen, dass sie dann einen sicheren Raum vorfinden, wo sie über die Entwürdigung oder Demütigung einfach reden können, ohne dass sie hinterfragt werden. Nachrichtmüdigkeit also ist ein Ausdruck von einer grundlegenden Entfremdung. Und ja, guck mal, wir haben jetzt über Kultur gesprochen, wir haben über Köpfe gesprochen, über Haltung gesprochen, aber es hat auch was mit Geld zu tun. Ja, es hat was mit Budgets zu tun. Ja, es hat was mit finanzieller Wertschätzung zu tun. Das sind diese Momente, wo vielleicht jemand da sitzt und sagt, ah, okay, WDR-Intendant bekommt mehr als Bundeskanzler. Ah, krass. Wird der belohnt, ja, fürs Gatekeeping. Ach so, 10.000 Euro für 60 Minuten Talkshow moderieren. Boah, krass.
Aisha Tese muss dafür was? 5, 6 Monate putzen gehen? Warum soll ich diesen Leuten also etwas glauben, wenn sie nichts, aber auch gar nichts mit mir gemeinsam haben? Dann glaube ich doch lieber meiner Fitnesstrainerin Rahma oder dem Dede meiner Gemeinde. Oder ich glaube doch lieber dem Ajashi vom Nachbarshaus. Menschen, die mein Leben checken. Okay. Noch stürmt niemand den Medienpalast. Noch müssen die Medienzaren nicht abdanken. Und vielleicht wird diese Revolution auch keine gewalttätige, aber eine schleichende. Die klassischen Leitmedien, die haben auf jeden Fall noch viel Macht, safe, und die haben eine breite Basis. Aber sie verlieren immer mehr an Einfluss. Vor allem in den Zielgruppen, wo sie geglaubt haben, dass sie die vernachlässigen können. Dort verlieren sie noch mehr und immer mehr an Glaubwürdigkeit. Und genau über dieses Vakuum hier, und das ist meine Lieblingsslide, über dieses Vakuum kommen die Player, die die Menschen erreichen. Das sind die Menschen, die bei den Menschen sind. Das sind die Menschen, die die Informationen produzieren. Das sind die Guten. Die sind da. Und ich will nur ganz kurz sagen, hier Melina Borczak, die ständig über Genozid spricht, sie ist hier im Raum. Kann ich bitte einmal Applaus haben für Melina? Hier, Nalan Sipar, die Nachrichten bilingual auf Türkisch und auf Deutsch serviert. Was? Wie? Sie macht das alleine? Kann ich bitte auch für Sie Applaus haben? Boykott deutsche Leitkultur, Sonja Smolenski, die uns heute noch zeigt, wie wir nationalsozialistische Spuren in unseren heutigen Instituten haben. Applaus bitte auch für Sonja. Die Menschen sind also da und sie füllen dieses Vakuum. Aber wisst ihr, wer noch über dieses Vakuum mit einsteigt? Das sind so diese Leute, die gerne dieses Lügenpresse-Narrativ bespielen. Und haben sie auch noch Geld, dann gewinnen sie erst an Einfluss und dann an Macht. Ich bin so, wollen wir das laufen lassen? Ich würde sagen, lasst nicht riskieren, wenn ihr wollt. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Was ist also zu tun? Wir brauchen neue deutsche Medienschaffende. Und vielleicht habt ihr auch schon die Gewinnung von Personal mit Einwanderungsgeschichte in euren Strategiezielen verankert und ihr habt vielleicht auch schon eure Rekrutierungsprozesse überarbeitet und sprecht jetzt proaktiv potenzielle BewerberInnen of Color an. Geil! Und ey, versteht mich nicht falsch, das sind die Forderungen der neuen deutschen MedienmacherInnen und ich supporte die zu 100%. 100%, das ist die einzige Organisation, die mir in meiner Laufbahn in den Journalismus supportet hat, mir geholfen hat und es immer noch tut. Aber diese Forderungen, die reichen nicht. Ja, natürlich ist Killer, wenn jetzt Julian kommt und sagt, haha, ich halte jetzt das Mikro auch mal anderen hin und dann seinen Beitrag macht wie immer. Ja, weil muss ja professionell gemacht werden, ne? Kriegst du Punkte im POC-Zählwettbewerb, aber das ändert nichts an deiner herrschaftlichen Art zu berichten. Ja, natürlich ist besser Zündstufe 2, wenn im Ostflügel des Palastes in einem stuckverzierten Raum ein Content-Netzwerk einzieht, wo dann endlich mal nicht adlige Menschen, ja, das Volk, der Pöbel, endlich mal unterschiedliche Formate für Menschen mit unterschiedlichen Interessen produzieren darf. Super. Das ändert aber schon gar nichts. Das ändert nichts an der Machtstruktur des Palastes, wenn dessen Führung zu jeder Zeit diesen Raum neu besetzen kann, umfunktionieren kann, damit machen kann, was er will. Okay, das jetzt, auf diesen Moment habe ich mich am meisten gefreut. Wollt ihr mal so richtig Innovationen? Sollen wir mal so richtig auf Kacke hauen? Nimm, hier kommt Zündstufe 3. Ressourcen abgeben, Zügel aus der Hand geben, Mediengerechtigkeit etablieren. Digga, brecht mit den Routinen, brecht mit den Hierarchien. Innovation braucht einen Raum zum Leben, zum Beweglichsein, zum Atmen. Das ist das, was wir brauchen. Jetzt fragt ihr mich vielleicht, okay, Esther, wie machen wir jetzt diese Paläste zu einem richtigen People's Place? Auf jeden Fall nicht, indem wir einmal im Jahr einen Tag der offenen Türen machen. Und auf jeden Fall auch nicht, wenn wir ein paar Gasträume freimachen für ein paar Gastarbeitende. Wie jetzt ganz neue Strukturen bauen oder was? Wie wäre es mit bereits bestehende Strukturen supporten, aber außerhalb des Palastes? Außerhalb des Palastes.
Denn wenn ihr die Fensterläden eurer Schlösser, eurer Paläste aufmacht, dann seht ihr, die Menschen sind auf den Dörfern, sind auf den Marktplätzen. Die sind da. Also nehmt euer Geld und investiert es auf die Marktplätze, da rein, wo die Menschen sind. Scheiß auf den Umbau des Palastes. Scheiß auf Einschaltquoten. Ich habe das Gefühl, wir wissen alle sowieso, dass die alle Bullshit sind. Komm, wir reden über Ausschüttquoten. Komm, lass über Ausschüttquoten reden. Verteilt die GZ-Gelder. Macht was damit. Da ist Geld. Und ich sag mal so, nicht nach Bundesländern. Wie wäre es nach demografischen Daten? Wie wäre es eigentlich, wenn 50% der Bevölkerung, die ja Frauen sind, 50% des Budgets bekommen? Ich glaube... Ich will nur kurz sagen, ne, letztes Jahr sind, glaube ich, 8,5 Milliarden Euro durch GZ-Gebühren zusammengekommen. Wie würde das aussehen, wenn wir dieses Budget 27% davon an Menschen geben mit Einwanderungsgeschichte? Okay, es geht weiter. Was ist, wenn es an Menschen geht? Okay, I think I have to be dramatic. Ich war noch... Ja, was ist, wenn 20% an Menschen geht, die sehr älter sind als 66 Jahre? 20% sind von Armut betroffen. Es geht noch weiter. Ja, 14% haben keinen deutschen Pass. 11% sind queer. 9% haben eine Schwerbehinderung. 2% der Deutschen besitzen die Hälfte des gesamten Vermögens. Ich weiß nicht, ob wir denen jetzt Geld geben wollen. Weil ich glaube, 2% ist das, was die so jeden Tag zum Frühstück essen. Aber es ist ja mal eine Überlegung, zu gucken, ey, lass uns doch mal Geld da reinstecken. Oder wir gucken uns diese Budgets hier an. Ja, das ist gut, guck mal. Hier, Tagesschau, Funk, Kika. Was sind wir also bereit, freizumachen für neue Medienschaffende? Dieses Geld, was wir dafür freimachen wollen, nehmt es und packt es in einen Fonds. Und nicht um die Reise eurer Adligen auf die Marktplätze zu bezahlen, sondern um diejenigen finanziell zu supporten, die ohnehin schon da sind. Menschen, die ein Vakuum füllen, die Öffentlich-Rechtlichen verursacht haben. Ich kann nicht für die Personen hier sprechen, ich kann nur für Karakaya Talks sprechen. Wir sind Deutschlands einziger News-Channel mit mir als Moderatorin, als vor der Kamera. Ist auch todescringe, dass ich damit flexen muss. Wir rücken unterrepräsentierte Perspektiven in den Mittelpunkt und produzieren dabei Content, News und Talkshows mit gesellschaftsrelevanten Themen. Wir fördern einen Perspektivwechsel mit dem Ziel, eine offene und demokratische Zivilgesellschaft zu stärken. Diese 10 Millionen Millennials und Gen Zs of Color, also oder die Menschen mit Migrationsbezug, vielleicht erreichen wir nicht alle, aber auf jeden Fall ein paar. Und soll ich euch mal was sagen? Wir sind nicht die Einzigen. Wer war letztes Jahr beim BIPOC Media Fest? Das war einer der ersten Workshop- und Networking-Events für exklusiv BIPOC-Medienschaffende aus Journalismus, aus Content Creation und aus Film. Das sind die Leute auf den Marktplätzen, das sind die Leute, die heute und morgen die Geschichten erzählen werden. Das ist Deutschlands Medienzukunft. Also lasst uns gemeinsam die GZ-Gelder fair verteilen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.